Tanz auf einem Wandlungsaltar, um die Jaulerkrallen zu halten, ist einer der neuen Albtraumaufträge. Und wie man hier auch schon sieht, sind hier mehrere Orte auf der Karte markiert, wo man hingehen kann. Da gibt es dann solche kleinen Flächen, wo man draufgehen muss und tanzen muss. Und dann kriegt man diese Jaulerkrallen. Ist jetzt ein neues mythisches Item seit dem Albtraum-Event. Und ich kann empfehlen, zu Reality Tree zu gehen, denn da gibt es auf jeden Fall viele von diesen Flächen, wo man draufgehen kann. Und am besten auch in der Gruppenkeile machen. Und man kann, soweit ich weiß, auch nur einmal auf so eine Fläche draufgehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwer anderes auf diese Fläche draufgeht, dann kann ich die nicht mehr benutzen. Aber jetzt war hier noch keiner, deswegen kann ich hier einen Mode ausführen. Einfach mal die Taste drücken. Und wenn man das gemacht hat, dann tanzt man hier eine Runde. Und wenn man dann fertig ist, ist der Auftrag auch schon fertig. Und man kriegt hier das mythische Item, die Jaulerkrallen. Und dann ist man damit auch schon fertig an sich. Sehr, sehr einfach. Nur man muss halt aufpassen, dass halt nicht so viele Leute da hingehen. Weil wenn die Fläche halt schon von woanders benutzt worden ist, dann kann man das Ganze halt da nicht mehr machen. Aber so kriegt man dann auf jeden Fall die erste Aufgabe fertig und hat auch direkt das mythische Item, wo man mit den Krallen auf jeden Fall die Gegner gut zerfetzen kann.